Fußballfreunde, in diesem Video gucken wir uns die besten Comebacks des Jahres 2022 an. Und das erste Spiel Leicester gegen Tottenham und Leicester City. Patson Daka. Boah, von wo ist der? Ich weiß gar nicht. Irgendein afrikanisches Land. Ist es Zentralafrika? Ich weiß es nicht. Der Ex-Salzburger macht das Türchen zum 1:0. Aber jetzt Harry Kane. 1:0. Harry Kane macht er jetzt den Anschluss gleich. Spielt er darüber, macht er selbst. Oh, Pfostentor. 38. Minute, 1:1. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ausgegangen ist. Lässt Suyunk, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, lässt ihn da stehen und ganz alt aussehen. Und dann ist wieder Leicester da. Leicester abgefälscht. Tor ist drin. Ball ist Tor. Ball ist im Tor. James Maddison, 76. Spielminute. Langer Knee-Slide. Den muss ich jetzt auch auspacken. Aber nochmal. Wo? Noch Tottenham. Kurz 40 plus 9. Steven Bergwijn rettet den Punkt für die Spurs. Oder geht da nochmal was? Geht da noch mehr? Geht da etwa noch mehr? Ich weiß es nicht. Er wirbelt auf jeden Fall schon mal. Oder geht tatsächlich noch mehr? Natürlich. Das ist wieder Bergwijn. Guter Lauf. An Schmeichel vorbei. Rein. Oh, was ein Abschluss. Hat das Yunchi noch versucht, den mit der Hand rauszufischen? Guck mal. Der Versuch. Der war schon wahrscheinlich wütend und hat den einfach weggeboxt. Junge, sah das wild aus. Oh mein Gott. Oh, Steven Bergwijn, der Edeljoker. Also besser kannst du wirklich nicht reinkommen. Und der ist sicher im nächsten Spiel in der Startelf. Das kann ich euch garantieren. Empoli gegen Napoli. 24. April 2022. Erstes Tor. 44. Minute. Dries Mertens, Freunde. Einer meiner absoluten Lieblingsspiele neben Cesc Fabregas. Jetzt ja bei Galatasaray Istanbul. Und da gibt es ein kleines Küsschen für die Kamera. Aber das, Insigne, die beiden Zwerge. Ja, Insigne, glaube ich, 1,64, Mertens 1,69 oder so groß. Also, ja, zwei große Spiele, aber nicht unbedingt körperlich groß. Aber Empoli kommt zurück. Liam Henderson, das hört sich englisch an. 80. Minute, Game on. Abgeklatscht und jetzt go. Oh, Torwartfehler. Oh, was ein Fehler. Andrea Pinamonti macht das Golazo. Oh mein Gott, das tut weh als Torhüter. Alex Meret, da weiß er selber. Uiuiui, da habe ich einen Bock gefressen. Aber das gibt's auch nicht. Pinamonti, 87. Minute mit dem Golazo. Pizza, Pasta, Italiano. Und er ist hier voll getaped und läuft. Da hättet ihr auch Freude, wenn ich jetzt einfach so das Trikot ausziehen würde. So. Real gegen Paris Saint-Germain, erstes Dritte. Ja, genau, die Round of 16, das Hinspiel. Regnerischer Abend in Paris. Alles ist angerichtet. Messi, Neymar, Mbappé, Vinicius Junior, Toni Kroos, Angel Di Maria, Marquinhos, alle sind sie da. Mbappé in die Mitte. Oh, joi. Das gibt's normal nicht. Toni Kroos versucht aus der Distanz hier. Nochmal Mbappé. Mbappé wird weggecheckt. Gibt's Elfmeter? Gibt der da Elfmeter? Ich hab's nicht gesehen. Oh, das Spiel ist schon so lange her. Lionel Messi. Tritt gegen Real Madrid an. Verschießt der nicht immer gegen Real Madrid oder hat er da getroffen? Hat er da ausnahmsweise getroffen? Nee, hat er nicht. Ja, Messi hat schon länger kein Tor mehr gegen Real Madrid gemacht. Auch damals eben bei Barcelona nicht. Aber ist ja egal. Bei der WM hat das gemacht. Das ist das Wichtige. Mbappé dribbelt sich durch. Mbappé! Dem brauchst du nicht viel geben. 90 plus 3 tänzelt er da durch zwischen Militao und Carvajal und durch die Beine von Lloris. Zack. Und der Jubel. Kylian Mbappé. Generational Talent, das ist mit Erling Haaland der nächste unfassbar große Superstar. Rückspiel. Real Madrid mit dem Rücken zur Wand. Wieder mal. Das sollte noch öfter passieren in dieser Champions League-Saison, aber sie ziehen es halt am Ende doch wieder durch, ne? Das ist halt der Real Madrid-Spirit. Oh, Konter. Mbappé ins Laufduell schicken. Da hast du Spaß. Mbappé, der ist schneller als so mancher Formel-1-Wagen. Und der Abschluss ist. Ja, besser als ein Formel-1-Wagen, denn Formel-1-Wagen sind nicht so gut jetzt aufs Tor zu schießen. Ist völlig egal, ein wunderschönes Tor. Courtois überhaupt keine Chance gelassen und gejubelt. Das muss es sein. 1:0 im Hinspiel, 1:0 vorne. Donnarumma, was machst du denn da? Junge, was machst du denn da? Vini Junior passt ab in die Mitte zu Benzema. Macht's nicht eigensinnig. Sieht den besser postierten Mittelstürmer. Und der lässt sich so einen natürlich nicht entgehen. Der Kapitän.
Ist er überhaupt Kapitän? Ist Benzema Kapitän bei Real? Ich weiß es gar nicht, Digga. Nochmal Benzema. Spielt er darüber? Sieht er? Oh, Flipper. Vini Junior setzt. Oh, den setzt er nicht rein. Da war er überrascht. Modric. Konter. Vini Junior, auch der hat Tempo. Das ist so. Mbappé nur vielleicht ein Keim langsamer. Schön, Modric. Modric spielt den durch auf Benzema. Der stoppt sich die Kugel. Hat die Chance. Macht's. Natürlich. Dem brauchst du nicht viel geben und der macht aus so wenig so ein Tor. Unglaubliche Bude. Der schreit's aus und ohne Auswärtstorregel jetzt 2:2 Gesamtscore. Alles wieder offen. Ancelotti. Sag komm, weiter, Freunde. Und wir wissen, Real Madrid macht weiter. Nach dem Anstoß. Er ist nicht lang gespielt. Benzema stochert den nochmal rein. Gibt's denn das? Paris fällt in seine Einzelteile auseinander. Und wurde der noch durch die Beine gespielt? Nee, daneben vorbei, immerhin. Aber ist völlig egal. Benzema macht den Hattrick. Den Hattrick innerhalb von... Oh, Mbappé. So hat er auch nach dem WM-Finale geguckt. So. Ja, kacke, ne? Ja, das ist schon hart. Und Paris Saint-Germain ist ein weiteres Mal raus aus der Liga de Campeones. Frankfurt-Dortmund, Bundesliga, Jänner 2022. Endlich mal Bundesliga-Action. Oh, Frankfurt! Raphael Boré. Kobel ist dran, aber... Oh, mit dem Pfosten rein. Ah, das heißt hier, Dortmund hat ein Comeback gefeiert. Das fühle ich als Schalke-Fan natürlich jetzt nicht, aber da muss man trotzdem mitfiebern. Man muss das irgendwie neutral beobachten, Frankfurt mit dem 2-0. Raphael Boré setzt hier im Alleingang den BVB kaputt. Setzt den einfach komplett K.O. Oder Schachmatt, aber ja, es wird halt nicht bis zum Ende so durchgehen. Hinteregger, jetzt aber Reus. Rein in die Mitte. Haaland auf. Wer ist das? Die 10. Thorgan Hazard mit der 71. 20 Minuten noch Zeit. Aber da muss noch was geschehen. Bellingham steigt hoch. 87. Der Kerl ist eine Wucht und ein Talent. Und da zwirbelt er den Finger. Oh, der Hut. An das kann ich mich noch erinnern. Boah. Schön. 89. Und innerhalb von 20 Minuten das Spiel mal komplett auf links gedreht. Ja. Das reicht manchmal. 20 gute Minuten. Wenn du gute Spieler hast, kann das reichen. Wie Real gegen Liverpool. Raul Albiol, der Allstar, und Virgil van Dijk, die beiden Innenverteidiger hier in der Mitte. Ja, das ist der... Oh! Wollte er den? Ich glaube nicht, dass der den wollte, oder? Den wollte er selber abschließen, aber das wird eine Vorlage. Und zwar eine unfassbar gute. Freunde, so sieht's ungefähr aus, wenn ich einen Abschluss plane. Einfach so, ja. Wollte ich, Trainer? Lass mich drauf auf dem Platz. Ja, wollte ich. Wollte kein Tor machen. Nee, wollte Assist. Ja, ist klar. Gab's da nicht dann nur noch Elfmeter? Ich weiß nicht mehr, wie war das? Gab's da noch nicht einen... Schön. Nee, 2-0. Francis Kokkola. War das der bei Arsenal gespielt hat, glaube ich, davor mal? War schon eine Zeit lang aus, aber da zeigt er, ja, 41. Minute, wir haben keine Zeit mehr, oder ich habe meine Rolex drauf vergessen. Also er, die Rolex wäre auch schön, aber ja, da müsste man schon Fußballprofi sein mit dem Gehalt, Freunde. Oh, Trenti Alexander Arnoldi, warum habe ich das jetzt so gesagt? Ich weiß es nicht, abgefälscht, Lattenpendler, Bing, Bang, Budi Bang. Fabinho macht das selber, Fabinho, Tor, das sieht nicht gut aus, Fabinho, übrigens an dieser Stelle auch meinen FIFA-Kanal Fabiano abchecken, Link ist unten in der Beschreibung, Freunde, lasst doch gerne ein Abo da, lasst Liebe da, guckt euch die Videos an und jetzt gucken wir, wo ist Diaz reinschraubt. 2-2, er klopft hier ans, aufs Plexiglas. Und Liverpool kommt. Sadio Mané ist vorbei am Torhüter. Der Torhüter von Villarreal sieht nicht gut aus. Ist das Rulli, oder? Der Argentinier. Aber Leroy Sané hätte ich gesagt. Sadio Mané macht's. 74. Spiel. Komplett gedreht. Oh, ja, Liverpool hier aktuell in der Krise. Oh, nicht so lecker. Aber damals war die Welt noch besser. Zumindest in diesem Comeback. Chelsea gegen Real Madrid. Ja, dass Real Madrid in dem Video öfter vorkommen wird, das war eigentlich, glaube ich, allen klar. Denn was die wieder abgeleistet haben in der Champions League-Saison, das ist völlig geisteskrank.
N'Golo Kanté hier. Vini Junior und Benzema, das absolute Dreamteam, die beiden. Die haben so gut harmoniert. Und auch der Ball ist zurück auf Benzema. Macht er mit dem Kopf? Hui! Oh, das ist so schön, das nochmal zu erleben. Ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, diese ganzen Tore nochmal zu erleben. Die hat man schon fast vergessen und ich habe wieder Bock auf Champions League, Freunde. Ich freue mich wieder. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch auch schon wieder freut. Und der Kopfball, der war World Class. Der erste auch, aber der hier im Zurückfallen, den zu setzen ins ferne Eck, also ins lange Eck, unglaublich. Unglaublich, ich ziehe den Hut. Mach's wie Thibaut Courtois und spring hier vor Freude. Aber, oh, hier ist ja der FC Chelsea, der zurückkommt. Jetzt merke ich es erst. Havertz, auch mit dem Tor. Ah, auch mit dem Kopf. Ja, auch Tor, klar. Thomas Tuchel ist aber noch nicht zufrieden. 45. Minute und es steht immer noch 1:1. Oh, Mondi, was ist es? Mondi, warum? Benzema ist wieder der Nutznießer. Auch im Spiel gegen Paris. Ein Torwartfehler von Donnarumma und jetzt gegen Chelsea von Mondi. Da passiert eindeutig zu viel hier. Zu viele individuelle Fehler. 65 Minuten, 3:1. Vini Junior so, ja, komm, das ist, wir können den Gang runterschrauben. Benzema, geht mal runter. Aber das zweite Spiel, das ist es jetzt. Gut, dann kommt jetzt die Aufholjagd vom FC Chelsea. War das nicht ein 2:0? Ich weiß gar nicht mehr. Chelsea auf jeden Fall in den gelben Trikots. Wie ein U-Boot. Und Mason Mount ist eher wie ein Kampfjet. Hui, Heidewitzka. Schön. Peng, abgeschossen und gut abgeschlossen auch vor allem. Also ja, wie ich meine Haustüre, das muss ich noch, denn sonst kommen hier vielleicht noch Leute rein. Das wollen wir nicht, es ist 23 Uhr, Freunde. Ich muss dann ins Bett. Antonio Rüdiger. Rüdiger, nicht so tief. Der Mann, der bei Chelsea da noch gespielt hat, jetzt ja bei Real Madrid unter Vertrag. Timo Werner. Casemiro rutscht und ausgerechnet Timo Werner. Zwirbelt einen rein. Timo Werner. Freunde, das gibt's ja nicht. Was ist denn mit Chelsea los? Was ist denn hier mit dem FC Chelsea los? Ja, werd ich denn verrückt? Bist du denn verrückt? Modric, Trivela rein. Auf! Rodrigo, kurz vor Schluss, 80. Ja gut, kurz vor Schluss, da ist noch zu spielen. Rodrigo mit dem Türchen. Hat Rodrigo da nicht dann noch das 2:3 gemacht sogar? Mini Junior, Benzema, nee, es war Benzema mit dem Kopf, ist ja auch völlig Schnuppe. 96. Verteidiger rutscht weg, Benzema ist da mit dem Kopf, natürlich. Hat er jetzt einfach einen Hattrick mit Kopfbällen gemacht, fällt mir gerade auf. Digga, was ein Spieler. Was eine Wucht, auch verdient den Ballon d'Or gewonnen, aber dann irgendwie die Saison, ja, läuft noch nicht so hundertprozentig. Und Real Madrid ist schon wieder raus. Real Madrid ist schon wieder raus. Junge, Fabi. Real Madrid ist schon wieder weiter. Man City gegen Real Madrid, Halbfinale. Ja, da bist du denn verrückt? Ja, klar. Das Video könnte auch heißen Real Madrid Comebacks Best of 2022, Freunde. Ist einfach so. Mahrez, mach das auf Kevin De Bruyne und der läuft perfekt ein. In den ein Flugkopfball. Wunderbar. Kennt man so gar nicht. Normalerweise denkt man, ja, De Bruyne ist der den Assist spielt, aber hier war er der Nutznießer, der mit dem Kopf dran ist. Nochmal De Bruyne in die Mitte. Oh, ist das Jesus, Gabriel Jesus. 11 Minuten, 2:0. Ja, ruf mich an, Ben. Real Madrid, ruf mich an. Jetzt spielt er ja beim FC Arsenal. Also braucht Real Madrid nicht mehr anrufen. Wobei bei der Form bald wieder anrufen. Benzema, 33. Boah, wie viele Tore die eigentlich gemacht hat, das ist unfassbar. Es ist doch geisteskrank. Vini Junior, aber er ist ein Kämpfer, er ist ein Leader, er ist ein Anführer. Und Phil Foden knipst ein, so frei stehen. Den hätte meine Großmutter auch gemacht, aber den musst du halt auch dort stehen, Freunde. Schön, schönes Ding. Phil Foden, der junge Mann. Oh, Vini Junior, dieses Tor, dieser Lauf hier, wie er hier Fernandinho vernascht. Und dann einfach den Turbo zündet. Pace. Und Abschluss. Würde Cristiano Ronaldo sagen. Das Wappen küssen, das würde auch Cristiano Ronaldo machen. Jetzt halt bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Oh, kommt Man City. Oh, Fernando Silva. Was eine Fackel. Was ein schönes Tor damals. Ja, ich erinnere mich wieder. Die ganzen Erinnerungen kommen zurück.
Oh, Handball, Handelfmeter für... Oh, Laporte, was machst du da, Bruder? Was machst du da? Und es ist Kareem the Dream. Benzema, Kareem the Dream, Benzema. Links mit Penenkerchen ins Tor. Du bist so ein Frechdachs, Kareem. Du bist so ein verdammter Frechdachs. Unglaublich. Und es geht auch noch ins Rückspiel. Ja, natürlich geht's ins Rückspiel. Natürlich geht's ins Rückspiel. Und das war dann das wildeste Comeback hier. Hinspiel 5... Haben wir jetzt Hinspiel 5 zu 4 gehabt? Ja, ich glaube. Oder 4 zu 3. Auf jeden Fall plus 1 für City. Und City ist auch im Rückspiel. 4-3 war es im Hinspiel. Und City ist auch im Rückspiel vorne. 1-0 nach 70 Minuten. Game over. Das muss es jetzt sein. Man City macht das Champions League-Finale klar. Oder? Oder? Grealish. Mach! Oh, der ist nicht drin, der ist gesaved. So viel hat gefehlt. Phil Foden hätte den reingeknipst. Oh, aber kann da noch was kommen? Benzema in die Mitte und da steht Rodrigo und kommt dann die Kugel. 90. Minute, 4-5, ein Tor noch, Freunde. Oh mein Gott, ein Tor noch, aber es ist nicht mehr viel Zeit. Aber Rodrigo steht da eine Minute später mit dem Kopfball ins Glück, 5-5. 5-5 und es ist Verlängerung angesagt mit dem aktuellen Stand. Zack. Und dann Benzema fällt. Elfmeter. Boah, da steht schon einer an der Seitenlinie und jubelt. Benzema fällt. Verdienter Elfmeter. Jetzt kann er es entscheiden. WM-Finale. Ja, WM-Finale wäre schön. Champions League-Finale für Real Madrid. Und damit das beste Comeback des Jahres küren. Jawohl. Karim Benzema, 95. 3-1. Und Real Madrid sollte dann... ja, auch die Champions League gewinnen. Eieiei, das waren also die heftigsten Comebacks des Jahres 2022. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und als nächstes angucken.